Tolles zugeschickt bekommen. Geschichte von Kindern für Kinder. Aus einer Idee, die abends vor dem Einschlafen entstanden ist, wurde mit ganz viel Liebe und Mut ein richtiges Buch. Gemeinsam mit meinen beiden Kindern Vivian und Mathilda erzähle ich die Geschichte von Wladimir Petrikow. Ein zauberhaftes Buch über Mut und den Glauben an sich selbst. Straßenkater Wladimir Petrikow ist die schönste Katze Russlands und lebt auf dem Roten Platz in Moskau. In einer magischen Oktobernacht macht er eine unglaubliche Entdeckung, die nicht nur sein Leben verändern wird. Wir werden jetzt mal so ein bisschen durch das Buch blättern. Und ich werde euch auch ein paar Sachen vorlesen. Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren. Sauber noch glanzvoll. Wladimirs Fell ist ziemlich schmutzig. Was aber daran liegen könnte, dass Wladimir kein richtiges, warmes, kuscheliges Zuhause hat, so wie du. Aber nicht, dass du glaubst, dass Wladimir komisch riecht und sich nicht wäscht. Katzen putzen sich doch den ganzen lieben langen Tag ihr Fell mit ihrer kleinen, kratzigen Zunge. Das hast du bestimmt auch schon einmal gesehen, oder? Natürlich liebt auch Wladimir es,
sein Fell ausgiebig zu putzen, auch wenn es offensichtlich nicht wirklich viel bringt. Irgendwie ist der Kerl ganz schön dreckig. So wie er zum Erfinder des Kakaos wurde, musste er das wohl auch mit dem Titel der schönsten Katze Russlands gemacht haben, oder was denkst du? Aber niemand würde das jemals erfahren. Und wenn doch mal jemand etwas anderes behaupten würde, er selbst wusste, was in dieser magischen Oktobernacht passiert war. Er wusste, dass er der wahre Erfinder des Kakaos war. Das ist das Einzige, was zählt. Und auch das Allerwichtigste. Dass wir an uns selbst glauben, egal was alle anderen sagen. Denn dann ist wirklich alles möglich. Dann erfinden Katzen Kakao und Mäuse erzählen dir die Geschichte über die schönste Katze Russlands. Wir lieben dieses Buch wirklich, wirklich sehr und ich habe es jetzt schon ganz paar Mal vorgelesen. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich auch einen Leseclub für kleine Kinder. Und dort werden wir im neuen Schuljahr auch dieses Buch lesen. Es gibt ganz, ganz tolle Merchandise-Artikel zu Wladimir. Und ich habe ein paar ganz tolle Sachen von Maria zugeschickt bekommen. Und die möchte ich euch gerne noch zeigen. Und zwar zum einen ist das diese tolle Postkarte hier. Und ich finde es so unglaublich faszinierend, dass sie das wirklich alles selbst gestaltet hat. Dass es einfach alles aus ihrer Feder entsprungen ist. Wir haben auch noch zwei Stickerbögen bekommen. Meine Kinder mögen ja Sticker beide sehr, 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 sehr gern. Und dann habe ich auch noch was ganz Tolles und das möchte ich auch gerne mit euch teilen. Und zwar habe ich noch ein paar Postkarten von Maria bekommen. Samt Umschlag. Und die möchte ich gerne an euch verlosen. Ich möchte die euch zuschicken mit einer persönlichen Widmung von mir. Ihr wisst, ich mag das so, so gerne. Briefe schreiben, Postkarten schreiben. Und ich möchte mal wieder Post an euch verschicken. Das hier, das Einzige, was zählt, ist das Herz. Dieser vier wunderschönen Postkarten von mir bekommen möchtet, dann schreibt mir doch einfach unten einen ganz, ganz lieben Kommentar und ich melde mich dann bei euch. Und dann haben wir noch eine letzte Sache bekommen. Und die habe ich noch so ein bisschen zurückgehalten.
uns nämlich für den Urlaub aufsparen. Und zwar gibt es zum Buch ein Malbuch. Und ich habe natürlich gleich zwei bekommen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Das Ausmalbuch zur Geschichte, wie der Kakao erfunden wurde. Malen, basteln, kreativ sein. Ich finde das so eine süße Idee. Einfach dieses Gesamtkonzept, was sich Maria alles rund um dieses Buch noch hat einfallen lassen. Und wie süß das ist, guck mal. Das also war mein Video zu dem wunderschönen Buch, wie der Kakao erfunden wurde. Ich verlinke euch alle Infos zu dem Buch und wo ihr es natürlich auch bestellen könnt, unten in der Infobox. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr Maria unterstützt und noch eins der wenigen restlichen Exemplare bei ihr bestellen würdet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.